Spießigkeit in Parzellen gegossen. Schrebergärtner sind nicht für ihre Lässigkeit bekannt. Heckenhöhe, Baumverschnittzeiten und Stunden, die den Gemeinschaftsflächen gewidmet werden sollen. Für alles gibt es Regularien. Lange wurden die Vereine von Rentnern dominiert. Das ändert sich seit einigen Jahren. Schrebergärtnern als Trend. Auch Tanja Brock hat ihr 29-jähriges Herz an das Wühlen in der Erde verloren. Mit den Alteingesessenen ist es aber nicht immer ganz leicht. Wo sie halt sehr streng sind, sind so Einhalten von Ruhezeiten. Also du darfst halt zwischen 13 und 15 Uhr darfst du keinen Krach machen. Irgendwie mit dem Rasenmäher oder so. Also da kommt schon so schön die Deutschtümelei durch. Doch an sich fühlt sich Tanja, die den Garten mit 4 Freunden bewirtschaftet, sehr wohl. Die Kleingartenanlage an der Pate lässt ihr genügend Freiräume, um sich im Grünen auszuleben. Wir machen uns jetzt nicht so den Megadruck und es muss alles so schön akkurat sein und alles nach Plan, sondern es ist also auch erstmal so eine Art Experimentierfeld für uns, um zu schauen, also weil wir einfach auch Bock drauf haben. Tipps gibt's im Zweifel bei YouTube oder von der Oma. Von den 4 Freunden ist nämlich niemand wirklicher Gartenexperte. Aber dem wachsamen Auge der benachbarten Laubenpieper entgeht einfach gar nichts. Man sagt halt so Hallo und grüßt sich. Und immer mal gibt's halt irgendwie so einen Spruch wie, oh, die Gurken im Gewächshaus sind ja groß geworden. Und dann aber auch schon mal so eine mahnende Bemerkung wie, na, Tomaten und Gurken im Gewächshaus, das soll man eigentlich nicht machen. Ja, aber das ist total lieb gemeint und ist jetzt irgendwie auch nicht schlimm. Und wir haben es halt trotzdem gemacht mit den Tomaten und den Gurken im Gewächshaus. Und es hat halt auch funktioniert trotzdem. Die Ernte ist ganz ordentlich ausgefallen. Tanja hat viele Visionen für ihr Reich, aber eigentlich geht sie um was ganz anderes. Was es mir selber bringt, also es ist halt, tut halt total gut irgendwie. Auch so nach, also ich habe ja einen Schreibtischjob und danach so ein bisschen in der Erde zu wühlen und zu ernten, ein bisschen was zu machen und auch zu sehen am Tag, was man geschafft hat und dann Gemüse zu ernten und mitzunehmen, das selber zu verarbeiten, zu kochen. Ja, also es ist, gibt mir halt ein gutes Gefühl. Sie gärtnert jetzt schon seit Oktober 2016. Die nächsten Schritte stehen schon fest. Im Winter muss das Häuschen auf Vordermann gebracht werden. Vielleicht sind dann auch die Blicke der älteren Nachbarn ein bisschen nachsichtiger. Ob ihre Ratschläge bei Tanja auf fruchtbaren Boden fallen, das wird sich in den kommenden Saisons zeigen.